Welche Verbindung habe ich hergestellt zwischen einer Fantasiewelt im Buchstabenland und der Welt, in der wir leben? Ja, also Papier kennen wir alle und Feuer kennen wir auch und wir kennen Bücher und wir kennen, zumindest glaube ich das einmal, dass das jedes Kind kennenlernen kann, die Tierwelt, unter anderem den Zoo und die Musik. Und da habe ich jetzt die Musikschule hervorgehoben, schaut mal. Und ich habe natürlich ein paar Instrumente hervorgeholt. Und wie, da schaut sie mal, da, das klang wunderschön. Ihr seht also wieder, dass die dicken, hervorgehobenen Sätze, Wörter, Absätze immer etwas sehr Positives vermitteln. Und so gehen die, so reisen die also auch sowohl in diesem Buchstabenland, in einem Märchenland, doch auch in einem Land, das wir bei uns auch kennen. Die Musik zum Beispiel ist ein einziges Land der Instrumente, der Töne und eben auch die Tierwelt, die kennen wir auch. Und da habe ich Verbindungen zu dieser Fantasiewelt hergestellt, damit die Kinder sofort reinschlüpfen können. Das ist ganz wichtig, damit sie sich nicht schwer tun, dass es keine abstrakte Welt ist, sondern doch etwas ist, was sie kennen. Und ja, und wer ein Buch bestellen möchte, wisst ihr, shop.madella-mella.com. Dieses Buch hat unfassbar viele Seiten. Es ist sehr günstig für dieses Volumen, was ich da biete. Und wird euch viel Zeit mit euren Kindern schenken, wo ihr das miteinander lesen könnt oder vorlesen könnt. Ganz wichtig für Bindungsfähigkeit, für Resilienzfähigkeit, für Wortschatzerweiterung. Also ich kann es euch gar nicht aufzählen hier in einem Video, was das alles für einen Benefit bringt für Kinder. Und vergesst nicht, ich schreibe für beide Generationen. Für diejenigen, die Eltern oder die Älteren, die vorlesen, wie auch für die Kinder. Ich freue mich, wenn das nächste Buch ein Kind erreicht. Kauft einfach eins im Shop, ich würde mich freuen drüber. Ciao miteinander.